Okay, es geht wieder weiter mit Pokémon Schwarz. Ich habe gesagt, ich mache für drei Tage Pause. Leider ist es eine Woche geworden, aber jetzt haben wir ein 60er Pokémon Team. Ich habe gesagt, wir machen 70er, ich weiß, aber nun ja, 60er sind auch gut. So, ihr seht jetzt übrigens die Pokémon. Ich habe jetzt ein bisschen an den Einstellungen herumgespielt und jetzt seht ihr die Pokémon, wie uns sogar die Items. Und wenn ich zum Beispiel auch die Karte haben will, seht ihr glaube ich auch die Karte, oder? Ja, ihr seht sogar die Karte. Das ist doch auch was, oder? Aber es fehlt noch eine Kleinigkeit, und zwar haben wir immer noch ein paar Sonderbonbons. Die möchte ich jetzt loswerden. Nämlich 6 Stück haben wir noch. Und zwar geben wir die einfach mal Alduine, weil Alduine braucht am meisten Erfahrungspunkte für das nächste Level. So, Alduine erreicht Level 64. Und deren Schallwelle, okay. Welche Attacken wollen wir denn verlieren? Naja, von Drachenpuls bin ich nicht so begeistert, also weg damit. Wir haben ja Drachenstoß. Okay. Trikefalo! Das ist das Pokémon von Jesus. Und zwei haben wir noch. Okay, jetzt haben wir keine mehr. Wobei, die Medizin, die können wir auch noch gleich loswerden. Gehen wir es mal Chuck Norris. Chuck Norris braucht zwar Mobile. Protein gibt mal Chuck Norris. Na, geht nicht. Dann geben wir Streifi. Geht auch nicht. Zappy Queen. Geht auch nicht. Alduine, was soll's. Was haben wir dann noch? Beleber sind keine Medizin so richtig. KP, was hat denn die KP? Saiyajin hat wenig und Adventi hat wenig. Und Streifi hat allerdings auch ein wenig. Aber ich gehe jetzt mal Adventi. Was haben wir denn noch? Eisen erhöht die Verteidigung. Was braucht eine Verteidigung? Ich sage mal Chuck Norris. Okay, haben wir dann noch was? Woodkicks. Carbon. Geben wir jetzt mal Initiative zum Erhöhen. Streifi, nee, Alduine. Und Calcium erhöht den Spezialangriff. Das können wir Saiyajin geben. Aber geht nicht, schade. Adventi hat zwar schon einen hohen Spezialangriff, aber dann ist er eben noch höher. Okay, Vorbereitungen sind abgeschlossen. In dem Part wollen wir uns. Moment, ich zeig's euch auf der Karte. In dem Part wollen wir hier diesen Bereich erforschen. Von hier bis Tessera. Inklusive Route. Ich habe auch, Moment, ich zeig's euch noch schnell. Ich habe auch Saiyajin Kaskade beigebracht. Denn die werden wir für die nächste Route brauchen. Gut, aber jetzt überqueren wir erst einmal die Brücke. Oder ist da schon eine Brücke? Nee, oder kommen wir da direkt in die Route? Ich glaube eher direkt in die Route, ne? Ein massiver Auflauf von Pokémon hat sich gebildet. Schön für dich. Ja, wir sind in der Route, und zwar in Route 11. So, hier ist ein Backpacker. Please let me battle you so I can each our meeting into my memory. Keine Ahnung, was das heißt. Mein Englisch ist nicht so gut. Irgendwas, dass ich sich erinnern kann oder so. So, Backpacker John. Spricht man Englisch aus, weil er ja ein Engländer ist oder Englisch spricht oder was weiß ich. Gliebunkel, ein Pokémon aus der 4. Generation, Typ Gift und Kampf. Kampf-Pokémon gegen Kampf-Pokémon. Machen wir einfach mal Nahkampf. Das müsste ihn. Was nicht sehr effektiv? Das Kampf gegen Gift nicht sehr effektiv, oder? Ja, scheint so, weil sonst wäre die Attacke normal stark. Egal. Für einen One-Hit hat es trotzdem gereicht. Your Impact, I will never forget it. Erinnert mich irgendwie an mein Yu-Gi-Oh! Let's Play, das auch auf Englisch war. Da musste ich auch ständig Englisch lesen. Skorgler! Wirkt zu Skorgro. Ist ein Pokémon aus der 2. Generation von Typ Boden und Flug. Kennen wir, glaube ich, schon aus dem letzten Part, soweit ich weiß. Gigastoß! Bam!
Dum 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 dum. Kehrtwende. Wendet sich anderen Angelegenheiten zu, als meinen Chuck Norris anzugreifen. Was habe ich gerade gesagt? Wollen wir es fangen? Na komm, fangen wir es, was soll's. Nein, kein Hypertrank. Habe ich noch vom Training verwendet. Habe ich ein paar Hypertränke verwendet. Nur zur Info, Hyperball, hier, bitteschön. Boah, das war ja gar nichts. Kreuzschere, eine starke Käferattacke. Na komm, probieren wir es doch einmal. Wenn es nochmal rausflutscht, dann besiegen wir es einfach mal. Deine letzte Chance. Okay, er hat sie genutzt. Eigentlich wollte ich Ding, Fleck neu Batman nennen, aber ich nenne einfach mal Skorgler jetzt Batman. Skorgler, Flugskorpion. Und ich habe mich versehentlich vertippt, naja. So, verdammt, jetzt kann ich meine Maus nicht mehr verwenden, schade. Oder geht das? Moment. Ja, geht sogar, lol. Ich nenn's Batman. Ist zwar ein Großbuchstaben, aber was soll's. Oh gut, hier ist ein Item. Es ist ein Hypertrank. Na bitte, das gleicht die wieder aus, die ich beim Training verschwendet habe. Und hier ist noch ein Pokémon. Ich wusste gar nicht, dass hier Laubcups gibt. Okay. Das wird, glaube ich, zu Hydra gehen, ne? Ding wird zu Hydra Schnuthelm. Laubcups wird zu Cavalances. So. Route 11. Und hier ist ein Wasserfall, da können wir Kaskade verwenden. Wie damals in der dritten Generation in meinem Saphir LP. Nur so als Randbemerkung. Meine Pokémon und ich, wir verbringen viel Zeit miteinander und verstehen uns auch ohne Worte. Ob du gegen uns gewinnen kannst? Natürlich. Wir haben jetzt trainiert, wir werden dich jetzt locker in den Sand schlagen oder so, K.A. Galoppa, ein Pokémon aus der ersten Generation, müsste jeder kennen. Level 64, na gut, ich sag irgendwie zu viel M. Fällt mir irgendwie auf. Na komm, verkloppt mir dieses Pferd. Es hat überlebt. Und jetzt kommt Flammenblitz. Aber Chuck Norris wird es überleben, oder? Komm schon, ich glaube an dich. Du enttäuscht mich, Chuck Norris. Du hast den Namen nicht verdient. Na toll, keine Erfahrungspunkte. Vielen Dank auch, Galoppa. Was machen wir denn jetzt? Ich nehme mal Streifi. Noctuska. Die Entwicklung von Tuska aus der dritten Generation. Nitro-Ladung. Ist vom Typ Pflanze. Und kriegt den Sandstürmen keinen Schaden. Obwohl es kein Stahl-, Boden- und Gesteins-Pokémon ist. Hat ihm die Hälfte abgezogen, die Nitro-Ladung von uns. Das ist gut. Natürlich, Baumwollsaat sinkt ein bisschen die Initiative. Es kann sein, dass er schnell ist, aber was soll's. Na, unser Streifi ist trotzdem noch schneller. Anscheinend ist Noctuska sehr, sehr langsam. Oder unser Streifi ist einfach nur sehr, sehr schnell. Oder beides. Kann ja auch sein. 5000 Erfahrungspunkte, haut echt rein. Mantax. Ein Pokémon aus der zweiten Generation. Ist vom Typ Flug und Wasser. Findet man in der Johto-Region im Wasser, im Meer, genau zu sagen. Und in der vierten, wenn man von Sonnewick, ich weiß den Stadtnamen nicht so genau, von Sonnewick zur Siegestraße reist mit Surfer. Erinnere dich an uns, wenn du diese Beere hervorholst. Yonago-Beere. Weiß gar nicht, was das für eine Beere ist. Die Arbeit als Ranger macht Spaß, aber die Zeit mit dem Pokémon ist für mich die wertvollste. Was auch immer geschieht, nie will ich von meinem Pokémon getrennt sein. Und hier ist ein Wasserfall. Erklimmen wir ihn einfach mal mit Saiyajin.
Ach ja, die Attacke, die ich verlernt habe, war Fokusstoß. Die kann man ja immer wieder neu erlernen, falls wir sie unbedingt brauchen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich Siedewasser verlernen soll. Ungefähr einen Hitzekoller. Bringen wir sofort Adventi bei. So, mal schauen. Hitzekoller, nein, nein, nein. Hier. Hitzekoller ist Team 50, ne? Ja, Team 50, okay. Adventi und Streifi kann Hitzekoller. Boah. Die können wir ja verlieren im Gegensatz von Nitro-Ladung. Ich vergesse mal, Funkenflug ist ja quasi nur ein Upgrade. Und Hitzekoller ist physisch, okay. Das ist eigentlich gut, weil Streifi greift ja mit physischen Attacken an, aber Hitzekoller ist eigentlich spezial. Den Spezialangriff, aber das ist bei Streifi ja dann eh wurscht, weil... Bei Streifi greift er eh mit physisch an, also ja. Okay, das hätten wir. Schwimmen wir wieder runter. Ist da noch was auf der anderen Seite? Ja, da ist Gras. Kubanisches Gras. Was ist da? Ein Enteron. Oh Gott, das bin ich sauer oft begegnet, als ich trainiert habe. Komm, ich will dich nicht mehr sehen. Lass mich in Ruhe. Wolke 7. Keine Ahnung, was die Attacke bringt oder diese Fähigkeit. Ist mir auch egal. Donnerblitz. So, es wird ein One-Hitten. Und Streife kriegt ein Level Up, oder? Natürlich, Level Up. Level 61. Ach ja, wir können ja Trickgefallen noch Fliegen beibringen. Machen wir das. Nein, nicht die Karte. Die Karte will ich auch gar nicht. Weg. Weg. So, bringen wir Trickgefallen Fliegen bei. Ja, Blitz ist klar. Fliegen, fliegen, fliegen. Nein, nicht so. Ich wollte da gerade mehrmals runter scrollen. So, fliegen. Hier. Da müssen wir nicht mal unser taubes Nüsschen ständig mitnehmen. Welche Attacke vergessen wir? Ich entscheide mich für Schallwelle. Ist zwar gut bei Teamkämpfe, weil Schallwelle beide Gegner trifft, aber Fliegen ist doch noch besser. Außerdem sind hier nicht so viele Doppel- bzw. Dreifachkämpfe, daher werden wir Schallwelle noch selten einsetzen. Da ist Fliegen deutlich besser. Und wir schwimmen mal runter. Ein Wohnwagen. Was ist da? Ist da ein Holländer drin? Hier gibt es eigentlich gar nichts. Davon aber eine ganze Menge. Und das bist du wieder ein Ausländer, oder? Was? Oh Gott, was ist das für eine Sprache? Das ist Spanisch, oder? Ich hatte nie Spanisch. Tun imagineras. Jamals le momembre. De paste chase. Visites et le membre. De dressos que chillab compatus. Oh Gott. Falls ihr das übersetzen könnt, irgendwie falsch oder Spanisch oder so könnt, dann könnt ihr es ja einen Kommentar schreiben. Ich hatte nie Spanisch. Sneebedeck, ein Pokémon aus der vierten Generation vom Typ Eis und Pflanze. Da können wir gleich unsere Hitzekoller-Attacke von Streifi verwenden. Okay, hier bitteschön, Hitzekoller. Ein wütendes Zebra. So, das hängt zwar an Spezialangriff, aber was soll's. Was will ein Spanier mit dem Eis-Pokémon? Oder ist es Italienisch? Keine Ahnung. Obervoll-Noob in Sachen Sprachen. Okay, hier ist noch ein Wasserfall, da können wir auch surfen. Saiyajin! Okay, ja. Hey du! Spüre die unbändige Kraft eines herabstürzenden Wasserfalls. In meinem Kampfstil. Ich wette, der redet im Englischen mit einer deutschen Sprache, also im englischen Pokémon. Hiro, Yugong. Level 64 ist ein Pokémon aus der ersten Generation, hatte auch Lorelei.
in meinem Gelb-LP, um jetzt da Schleichwerbung zu machen, weil ich so böse bin. Ja, ich glaube nicht, dass es für einen One-Hit-Kill reicht. Jugo hat sehr viel KP. Ja, stimmt auch. Eisstrahl. Ist noch Step drauf und es friert unser Streifi ein. Verdammt, was machen wir jetzt? Okay, ich wechsle einfach mal zu Zappy-Queen. Wenn noch ein Eisstrahl kommt, hat Zappy-Queen auch schlechte Karten, aber egal. Und das, was ich befürchtet hatte, ist passiert. Aber Zappy-Queen ist natürlich schneller. Ich habe Zappy-Queen auch übrigens Drachenrute beigebracht. Und Ausringen vergessen. Weil Ausringen braucht man nur gegen schwere Pokémon. Und die meisten Pokémon sind eher leicht, also ist es eher unnütz, würde ich eher sagen. Helipor ist aus der dritten Streifi, nimm das mal unser Freezing Streifi. Haben wir irgendwas, um es wieder aufzutauen? Hyperheiler, Amarena, nein. Okay, wir haben keinen Eisheiler, nehme ich einfach mal. Wobei, wir haben Top-Genesung, sehe ich gerade. Also, Top-Genesung. So, halt auch gleichzeitig noch die Vereisung. Und halt ihn auch gleichzeitig. Und Philippa setzt die Pumpe ein. Oh Gott, zieht es viel ab. Na gut, da war ja auch Step drauf. Das ist ja klar, dass es viel abzieht. Donnerblitz und Philippe beißt ins Gras. Hier, wie schmeckt denn das Gras, hä? Egal, ich bin sehr eins aus der ersten. Das ist ein Typ Käfer, da lasse ich Adventi ran. Da können wir auch unsere Hitzekolle-Attacke verwenden. Ja. Überbrückung. Ha, was das für eine Fähigkeit ist. Ich habe mich vertippt und Irrlicht eingesetzt. Na toll. Und er setzt Schwerttanz ein. Ja toll, jetzt haben wir halt Irrlicht eingesetzt. Verbrennt ihn zwar, aber senkt auch seinen Angriff. Hat also seine Schwerttanzattacke negiert, kann man sagen. Und er hält seinen Angriff noch weiter. Soll es ruhig machen, aber jetzt killen wir ihn einfach mal. Hitzekoller. Und? Ja, also. Ich hätte mich auch gewundert, wenn es nicht gereicht hätte. Und 3000 Erfahrungspunkte. Unser Angriff ist ein regelrecht an dir abgepeilt, ein Schock. Ich erkenne deine Stärke an und schenke dir das hier. Yunago-Beere. Dass sie uns immer Bären schenken müssen, die wir gar nicht brauchen. Wenn ich Bären will, dann gehe ich in die Dream World und lass mir welche einpflanzen. So, was ist hier? Ein Schützer. Was macht ein Schützer? Ich glaube, damit kann man einen Rizaros zu Rihonio entwickeln, oder? Muss ich mal schnell schauen. Nein. Ja, genau. Damit können wir Rizaros zu Rihonio entwickeln. Ganz wie ich es mir gedacht habe. Boah, ich wusste gar nicht, dass man hier Xesurios fahren kann. Also gut, wollen wir es mal angehen, diesen Kampf. Hitzekolle auf Xesurio und Hitzekolle auf Skorgler. So, zwei Hitzekolle-Attacken. Gleichzeitig. Ich muss mal kurz mein Mikro verschieben. Moment, okay. Das hätten wir. Und ja, war sehr effektiv gegen Stahl. Feuer lässt Stahl bringen, kennen wir ja. So, ja, hätten wir schon mal. Und Streifi hat erreicht Level 62. Und ja, doppelte Level Up mit einem Pokémon. Guillotine funktioniert nur, wenn das Level höher ist als die des Gegners. Ja, komm, kill, 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 kill. Ja, also geht doch. Ich bin stolz auf dich, Adventi. Also auf Adventi konnten wir uns bis jetzt immer verlassen. Weil Adventi auch noch von Typ Geist ist und so, ne?
Okay, ich glaube, die Route hätten wir. Ich benutze mal Alduin, um zurückzufliegen ins Pokémon Center, um auch gleichzeitig die Pokémon zu heilen. Und schwupps. Wir sind wieder in Tessera. Oder stimmt die Stadt Tessera? Nee. Ach verdammt, Twin Drake City. Tessera ist ja die nächste Stadt. Verdammt. Warum wusste ich das gerade nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Danke, deine Schnauze. Schnauze! Dich hat niemand gefragt. Ich weiß, dass meine Pokémon wieder fit sind. Als ob ich ein Vollnoob wäre, der seit einem Tag erst Pokémon spielt oder so. Und nicht weiß, was für ein Typ Carpador ist oder so. So, Route 11, die hätten wir. Können wir nochmal durchgehen. Ja, sehen wir alles. Und jetzt sind wir wieder so in einem Tor. Auch die Pokémon leben. Lieben unsere Dorfstullen. Das Geheimnis des guten Geschmacks liegt im Bärenaufstrich. Hm, lecker. Was hast du zu sagen? Die Dorfbrücke ist genau, was der Name vermuten lässt. Ein Dorf wie eine Brücke. Eine Brücke wie ein Dorf. Moment, das stimmt auch nicht. Es ist eine Brücke wie eine Brücke. Ah, du weißt schon, was ich meine. Und wir sind an der Dorfbrücke. Ah, schöne Musik. Richtig entspannend. Die könnte man an einem Frühlingstag wie heute, glaube ich, hören. Und dann so einfach die Füße hochlegen und chillen. Und hier ist ein Gitarrist. Gefällt es dir, dieser Klang? Spürst du, wie es das Herz ergreift? Ja. Und hier ist noch einer. Gleißendes Sonnenlicht am Tag. Bleiches Mondlicht in der Nacht. Ich sauge alle natürlichen Strahlen auf. Ich sauge alle natürlichen Strahlen auf, ja. Dun, dun, dun. Ah, ist das schön. Und hier ist noch was. Und hier ist eine Trainerin. Ich habe viele Bücher gelesen und weiß nun, dass die Welt voller Rätsel ist. Oh Gott, ein Schulkind. Rosi. Ist so ein 80er-Name, würde ich sagen, ne? Ja, Zubat. Ja, gut. Ich bin jetzt so eine große Fan von Zubat, aber... X-Bat ist geil. Zubat, wäre es eine andere Edition, hätten wir es schon so oft begegnet. Und es kann... Was war das? Erstaune war das, ne? Egal, dieses erste Generations-Pokémon von Typ Gift im Flug hätten wir in der Tasche. Oder beziehungsweise gekillt. In der Tasche hätten wir es ja, wenn wir es gefangen hätten. Boah, so wenig Erfahrungspunkte. Schneckmark, eins aus der dritten Generation. Ne, aus der zweiten. Von Typ Feuer, wie man sicherlich auch erkennen kann. Fuchtler. Verdammt, Schneckmark hat Flammkörper als Fähigkeit. Das könnte uns streifig verbrennen, wenn wir Pech haben. Hammerpech, Hammerpech, Hammerpech. Nein, haben wir nicht. Sehr schön. Dodo, eins aus der ersten wieder. Lassen wir mal unser Wasser-Pokémon Saiyajin ran. Das verwenden wir ja so selten. Dodo! Zwei Köpfe sind besser als einer, heißt bekanntlich, aber nicht hier in diesem Kampf. Surfer! Und das Saiyajin kann jetzt nur Wasser attacken. Ist also, ja, macht dem Wassertyp alle Ehre. Was kommt jetzt? Fritzeblitz, eins aus der dritten. Selpiquin. Mal ein bisschen alle Pokémon durchtesten hier in diesem Kampf. Ich verwende mal Drachenroute. Ist die Attacke, die ich ihm beigebracht habe. Ladevorgang. Erhöht seine Spezialverteidigung. Oder Spezialverteidigung? Ja. Ist neues
ist neu an diesem. Die Fähigkeit wurde neu verändert in der vierten Generation. In der dritten hat es ja nur die nächste Blitzattacke aufgeladen. Jetzt aber Drachenrute, bam! Und wird ausgetauscht. Was haben wir hier? Nasknet, eins aus der dritten. Oh ja, killen wir es einfach mal mit Laubklinge. Nasknet kann auch Blitzattacken, also ja, Donnerattacken. Wie Donnerblitz oder so. Was kommt jetzt? Pfiffchen, auch wieder eins aus der dritten. Ist vom Typ her Unlicht. Laubklinge! Und wieder ein One-Hit-Kill. Selbe Queen leistet wieder gute Arbeit. So, Fritzeblitz, das ist ihr letztes jetzt. Das ist das, was wir vorhin zu ihr zurückgeschlagen haben. Ja, das ist ihr letztes. Genau. Ich probiere noch mit Drachenrute Chastorf an. J4 Fun oder so. Ne, Quatsch. Der doch. J4 Un heißt, ne? Abkürzung, just for fun. Und tschüss. Es ist mir ein Rätsel, wie ich noch näher mit meinem Pokémon zusammenrücken soll. Bist du... Ich hab keinen Kommentar für das, was sie gerade gesagt hat. Und hier ist ein wildes Pokémon. Es ist ein Entoron. Ich kann die Entorons nicht mehr sehen. So viel vom Training. Das macht mich echt... traurig, wenn ich dieses Enteron sehe. Okay. So. Was bist du für einer? Hey du! Sängen ist mein Ein und Alles. Willst du der Stimme meiner Seele lauschen? Ja, jetzt hat die Musik eine neue Stimme. Sie hört sie wahrscheinlich. Dum dum dum. Kann man da runter? Ja. Also die Musik ist ein bisschen laggig. Ich versuch's mal ein bisschen zu fixen. Ich weiß ungefähr, wie es geht. Bis gleich. Okay, ich habe es wieder ein bisschen verändert. Und hört mir die Musik jetzt besser? Ne, weder noch. Okay. Ein Calcium. Ja, doch, hört man schon ein bisschen besser. Ach, ist das schön. Dieses Gesinge. Ihr sollt hier, glaube ich, zu Deutschland so den Superstar gehen oder so, K.A. Nein, ich wollte es Adventi geben. Ach, egal. Nein. Ich wollte nur zum Wasser laufen. Was taucht auf? Ein Glühfeldes und ein Enteron. Seufz! Ich mach's die gute Stimmung kaputt. Komm, ich flieh einfach. Darauf hab ich jetzt keinen Nerv. Hier kann man auch Lapras finden. In dieser Dorfbrücke. Und zwar tauchen die zu einer Chance von 10%, glaube ich, auf. Ja, ich habe mich im Wiki schlau gemacht. Ihr habt's erfasst. So, auf dieses Barschiff habe ich keinen Nerv. Ist hier noch was? Ah, hier ist noch ein Flötist oder so. Hört einfach nur die Musik, die so entspannend ist. Ach, wie schön. Ich erforsche ja die Dorfbrücke. Aber ich brauche mal etwas Abwechslung. Und dann auch die Stimmung kaputt, diese Forscherin Franziska. Hut Sasa, dieses Pokefake-Pokémon. Hat uns am 1. April genervt. Egal, Nahkampf. Ja, alle Forscher setzen immer ein X-Item ein. Auch sie
Erhöht nur ihren Spezialverteidigungswert. Verdammt! Okay, da will ich jetzt nicht dran... Scheiße, ich hätte es wissen müssen. Sporn wird. Die Attacke erinnert mich an... Wie heißt denn das Pokémon? Moment, ich hab's gleich. Egal, ich weiß es nicht. Oh nein, ist das Solarstrahl? Ja, es ist Solarstrahl. Verdammt, seit wann kann es wie Solarstrahl? Hitzekoller. Kappels heißt es wie ich, genau. Kappels. Erinnert mich an Kappels, die Fähigkeit. Hat auch Spornwirt. Und dieses Pokémon sieht auch aus wie ein Pilz. Anscheinend haben alle Pilz-Pokémon Spornwirt als Fähigkeit. Fiepites. Ja, ein Gift-Pokémon aus der dritten Generation. Rivalisiert mit Sengo. Das werden wir auch, glaube ich, gleich sehen. Fiepites! Hat, glaube ich, Jesse in der TV-Serie gehabt als Pokémon. Und tschüss! Oh, hat überlebt! Ich wundere mich zwar, aber es hat überlebt. Gut. Nachthieb, eine unsichtbare Attacke aus der vierten Generation. Ich sollte aufhören, dauernd Generation zu sagen, weil es ein bisschen nervig, glaube ich, wird. Oder zu klugscheißerisch, glaube ich, oder? Oder was meint ihr? Mache ich halt auf klugscheißer, indem ich immer die Generationennamen sage? Schreibt einen Kommentar, falls ihr es nervig findet, dann höre ich damit auf. Gifthieb. Eine Giftattacke, okay. Probieren mal Kaskade aus, komm. Ich bin zwar nicht der Fan von Kaskade, aber ich habe es halt diesmal beigebracht. Nice. Ein Pokémon ist das. Step noch drauf hat. Rettern. Wann kommt Sengo? Die hat doch bestimmt einen Sengo. Ja gut, ist wieder ein Schlang-Pokémon. Wie Fiepites. Na gut, die hat nur noch zwei Pokémon. Dann ist vielleicht ihr anderes noch ein Sengo. So, Kaskade. Und es überlebt. Und es setzt die Einraunattacke ein, die auch unser Seppiquin kann. Siedewasser. Und es müsste Rettern ownen. Und tschüss, Rettern. Slimer. Okay, sie hat keinen Sengo, sondern nur ein Slimer. Ist wieder ein Gift-Pokémon. Aus der ersten Generation. Ja, also falls du das nervig findest, du da, der gerade vor dem Bildschirm sitzt und es anschaust, schreibt auch mal bitte rein, ob es nervig ist, dass ich dauernd die Generationsnamen sage. Und ja. Slimer. Witzke, was hat überlebt? Säurepanzer, na gut, der hat nur die Verteidigungsstark, aber egal. Die greifen eh nur mit Spezialangriff an. So, und die letzte Attacke für diesen Kampf. Spukball. Du und dein Pokémon-Team, ihr unterstützt euch vorbildlich. Habe ich unterstützt gesagt? Oh Gott. Deutsch ist schlecht von mir. In letzter Zeit habe ich einen großen Spaß daran, unter Brücken hindurch zu gehen. Ey, du Troll, hör auf damit. Und was ist hier los? Willkommen. Vielen Dank, dass du einen Pokémon-Kampf reserviert hast. Ja, gut, mach ich mit Freuden, ne? Bäckerin Marleen. Wadibri. 64, das hätte ich schon... Nee, männliche können sie nicht entwickeln. Hätte sich längst zu Hornweise entwickeln können, aber das geht nur bei weiblichen. Männliche können sich nicht entwickeln. Also es ist völlig logisch, dass es nicht entwickelt ist. Allerdings sind die weiblichen auch seltener als die männlichen. Und du verdammter Chucknaus, hör auf zu pennen und bekämpf dieses Waden-Pokémon da. Lackduft. Hallo.
Chagnaris, Gigastoß, hallo! Also, geht doch. Okay, warte, wie hätten wir? Was kommt jetzt? Usaring! Ein Pokémon aus der zweiten Generation! Und es kann Grimasse, senkt unsere Initiative stark. Nahkampf! Ah, Fuchtler! Naja, was soll's? Oh, so viel! Alter, hör auf! Ja gut, hat sehr viel abgezogen. Aber da war ja auch Step drauf. Und Ursaring hat doch einen normalen hohen Angriff. Einen normalen hohen Angriff, was rede ich da überhaupt? Einen hohen Angriffswert! Oh Gott! Du bist echt spitze, du könntest hier arbeiten. Wie sieht's aus? Möchtest du hier als Reserviere arbeiten? Ja, wirklich, bin ich froh. Also dann, du weißt, was du zu tun hast, nein? Dieses Restaurant ist auf Sandwiches spezialisiert. Du nimmst die Bestellungen der Gäste auf und ich mache die Sandwich für alle. Bitte serviere die Sandwiches der Gäste, die sie auch bestellt haben. Wechsle die Bestellungen bloß nicht. Also schon mal vielen Dank, du machst das schon. Na gut. Achso, ja, jetzt müssen wir sie fragen. Bitte ein Sandwich mit Persimbeere. Das mag mein Pokémon am liebsten. Pika! Pika! Okay, Persimbeere merken. Mein Pokémon ist ein Feinschmecker. Bitte ein Sandwich mit Persimbeere, bitte. Okay, Persim Pirsif. Peppi. Mir und meinem süßen Pokémon ist heute nach einem Sandwich mit Persimbeere. Persim. Pihu, pihu, hey. Wir sind hungrig, daher nehmen wir ein großes Sandwich mit Amrena-Beere. Persim, Amrena. Oh Gott. Nein, ich habe mich vertippt. Nein, es ist auch egal. Oh Gott, ich habe mich vertippt. Gott, nein. Aha. Ja, ich hab's vertauscht. Gott. Oh, du verlässt den Park. Kündigst du deine Stelle als Servierer? Ja. Du willst kündigen? Okay, da nicht so viel los ist, kann ich dich gehen lassen. Ja, tschüss. Das ist ein scheiß Job hier. Nichts gegen Servierer. Aber sowas zu merken. Ja gut, die Servierer in so Restaurants, die schreiben sich ja auch immer auf, wenn sie sich so unsicher sind, so wie ich. So, was ist da? Hier ist die Dorfbrücke. Gott, ich hab's auch gewusst und dann, klack, vertippt. Oh nein. Egal. So wichtig wäre das Item wahrscheinlich auch nicht gewesen. Was ist hier in diesem Häuschen? Dann bin ich hier förmlich aus dem Häuschen. Ich weiß, den Witz hatten wir schon, aber er ist so lustig. Ach, du liebes Bisschen. Dein Pokémon-Team sieht ja völlig entkräftet aus. Jetzt bloß kein falscher Stolz. Komm, dann ruht dich erst einmal richtig aus. Dam, dam, da, da, dam. Hihu, hihu, hehe. Okay, hier können wir nicht rein. Ein Haus ohne Eingang. Es ist nutzlos, wenn ein Haus keinen Eingang hat. Das müssen alle Minecraft-Spieler wissen. So ist es hier in diesem Haus. Auf zu neuen Ufern, ich und mein Nagelotz. Wir kriegen das schon hin. Vielen Dank, Dorfbrücke. Du hast uns zu dem gemacht, was wir sind, nämlich stark. Danke für alles und lebe wohl. Hey! Okay, die gehen einfach weg. Ob das irgendwas ausgelöst hat, irgend so ein Event oder so? Klar. So, was ist hier? Oh, Trainer! Das kommt jetzt zwar ein bisschen plötzlich, aber du willst doch sicher Mitglied im Team Angloglück werden. Wie der Name bereits nahelegt, handelt es sich um eine Gruppe von Anglern. Du tu mir schon den Gefallen und werde Mitglied. Denn nirgendwo sonst kann man das Angeln so genießen wie in diesem Team. Na gut. Alles klar, damit bist du nun das zweite Mitglied im Team Angloglück. Ich gebe nun die Tagesaufgabe bekannt.
Heute wollen wir das Pokémon Lumineon angeln. Ist das nicht großartig? Bitte komm wieder und zeige es mir, sobald du es an Land gezogen hast. Lumineon ist ein Pokémon aus der 4. Generation. Und die Entwicklung, die Vorstufe weiß ich gar nicht vom Namen her. Ich werde alle Brücken der einer Region überqueren. Wir haben das bereits gemacht. Ach, ist das schön. Tralalalala. Was ist denn hier in diesem Haus? Ein Rockheiman. Der Rockheiman ist hier. Hier oben auf der Dorfbrücke einen Sprudel zu trinken ist schon etwas Besonderes. Und in Gesellschaft meines Rockheiman schmeckt es gleich doppelt so gut. Ist da was im Mülleimer? Nein. Ah. Scheiß saubere Einhalle. Die hügelige Route 12 eignet sich bestens auf Vorbereitung auf den Pokéathlon. Ach, du kennst den Pokéathlon nicht. Es handelt sich hier um einen sportlichen Wettkampf, der sich in Johto, meiner Heimatregion, ausgesprochen großer Beliebtheit erfreut. Ja, das kennen wir in Pokémon Health, Gold, Soul, Silver, werden wir das sehen, wenn ich es Let's Playen werde, was noch sicherlich dauern wird. Denn ich will ja zuerst noch Kristall durchmachen. Also das nächste Pokémon-LP wird Kristall, aber es wird noch ein bisschen lange dauern, bis es noch kommen wird. Ich bin so vernarrt in dieses Dorfstuhlen, dass ich hergezogen bin, um jeden Tag in ihrem Genuss zu kommen. Was schaust du da an? Teletubbies? Hallo? Bist du noch da? Hallo? 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 In unserem Lehrbuch steht, dass es sich bei der Dorfbrücke um die älteste Brücke von ganz Einal handelte. Offenbar wurde sie vor sage und schreibe 200 Jahren erbaut. Hallo? Der schaut in den Fernseher, als gäbe es nichts anderes. Dies ist eine wirklich sehr alte Brücke. Und der nette alte Herr von nebenan sorgt dafür, dass sie auch kommenden Generationen erhalten bleibt. So, mal schauen, was hast du im Kühlschrank? Verdammt, nichts. Und hier ist noch ein Haus. Solch eine Brücke ist selten, oder? Vor langer Zeit stieg der Flusspegel einmal derart, dass die reißenden Fluten sämtliche Häuser hinfortspülten. Und um ihren Kindern und Kindeskindern ein ähnliches Schicksal zu ersparen, bauten die Leute ihre Häuser dann einfach auf der Brücke. Einfach zwar, aber sehr wirkungsvoll. Mein Großvater ist der verantwortlichste Steinmetz für die Dorfbrücke. Das ist eine sehr schöne Brücke, nicht wahr? Sie wurde zur Lebzeit meines Urgroßvaters errichtet. Ja, toll, es erzählte mir seine Lebensgeschichte. Sehr interessant. Okay, ich glaube, die Dorfbrücke hätten wir erforscht. Laufen wir sie noch einmal mit dieser schönen Melodie durch. Bis dann, Dorfbrücke. Wir sehen uns in der weißen Edition wieder. Okay, genug. Ein bisschen emotional gewesen. Wenn ich nur wüsste, welchen Pokémon meine Enkelin wohl am besten als erstes begegnen sollte. Mein Opa fängt mir ein Pokémon. Das wird dann mein Freund. Und ich reise mit ihm zusammen durch die eine Region. Na gut, viel Spaß dabei. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich habe meine Arbeitsuniform vergessen. Was ist hier? Es regnet hier. Was geht hier ab? Und es laggt hier. Wir sind in der Route 12 hier. Und hier ist ein Item.
Ach, wir sind ja auf dieser Route. Hier kann man Safcons fangen, glaube ich. Oder Kokunas, das weiß ich noch. Da habe ich mal das Video von Smosh gesehen, da wo er gegen einen Safcon kämpft. So Pokémon in Real Life 3 heißt es, glaube ich. Und da fängt er dauernd einen Safcon und setzt dauernd Taten an. Da wollte ich mal spaßeshalber auch einen Safcon Level 100 fangen. Oder eins fangen und dann auf Level 100 trainieren. Aber ich wollte dann noch die Fähigkeit haben, also das Wesen haben, dass es noch das Wesen, weiß ich nicht, hat. Das Wesen weiß ich nicht, ja, genau, ist ein neues Wesen, das einen Spezialwert hat, also einen Verteidigungswert hat. Anhänger, die kenne ich gar nicht. Diese Trainerart kenne ich ehrlich gesagt nicht, habe ich noch nie gesehen. Anscheinend habe ich sie in meinem normalen LP, in meinem normalen Spiel übersehen, kann es sein, egal. Zwei Fletiamo zu haben ist zwar nicht gerade einfallsreich, aber naja. Gut, ich wechsle mal Chuck Norris. Chuck Norris ist gegen Psycho-Attacken aufgeschmissen, da lasse ich Adventi lieber besser ran. Und Streifi greift an mit, nein, nicht mit Donnerblitz, sondern mit Stromstoß gegen einen Fletiamo. Dann nutzen wir gleich die Flugschwäche und Adventi nutzt die Psycho-Schwäche. Und Stromstoß. So, Fletiamo hätten wir. Okay. Und Psychokinese. Na toll. Was ist jetzt? Ja, gut. Spukball und Stromstoß. Und Fletiamo beißt ins Gras. Moment, ich muss mir gerade an meinem nicht vorhandenen Bart kratzen. Okay. Und tschüss. Deine Pokémon sind wirklich ein Herz und eine Seele. Und so bla bla bla. Tipps für Trainer. Pokémon derselben Art können unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Es kann also gar nicht schaden, Pokémon, die man bereits einmal gefangen hat, erneut zu einzufangen. Nee, würde ich nicht sagen. Ach nee, schon wieder ein Schulkindchen. Ich habe eben die Topografie dieser Gegend untersucht, aber du wächst ebenso mein Interesse. Die hat nur zwei, das wird ein schneller Kampf. Oh, die hat ein Paras, das wird ein sehr schneller Kampf. Sie hat einen Paras, das wird ein sehr schneller Kampf. Und es regnet, na toll. Ein Gigastoß. Boah. So, wäre es ein bisschen schwächer des Paras, hätte ich vielleicht Stärke eingesetzt, aber hier muss man schon Gigastoß einsetzen bei Pokémon, die ein Level höher haben als das eigene Burma-Dame. Da lasse ich als Ventiran, ist ein Pokémon aus der vierten Generation, vom Typ her Käfer. Hat verschiedene Formen. Einmal eine pinke, einmal eine braune und einmal eine grüne. Hier haben wir die braune. Hitzekoller. Bam. Und One-Hit Kill. Okay. Boah, was für ein interessanter Trainer. Was ist jetzt schon von der Route? Boah, wir müssen noch viel machen. Wir müssen noch diese Route hier machen und dann noch die nächste Stadt erkunden. Tessera. Du, trainierst du deine Pokémon selbst oder bringst du sie zur Pokémon-Pension? Ich trainiere sie natürlich selbst, ne? Wir haben zwar noch eins in der Pension, das werden wir in dem allerletzten Part wie immer abholen und schauen, wie viel Level es gewonnen hat. Machen wir in jedem Let's Play, in jedem Pokémon Let's Play haben wir das jetzt bisher gemacht. Außer im Saphir, glaube ich, kann ich mich erinnern. Makuhita. Eins aus der dritten. Nahkampf. Kampf-Pokémon gegen Kampf-Pokémon. Makuhita ist da unten.
Riolo, Moment, muss nachdenken. Ach ja, genau. Das ist ja die Feuerstufe von Lucario. Da kommt sehr bequem. Riolo ist von Typ Kampf. Ah, sieht doch putzig aus, oder? Aber wir müssen es besiegen. Tut mir leid, liebe Riolo-Fans da draußen. Und tschüss. So, Rabaut, schon wieder ein Kampf-Pokémon. Hat sie nur Kampf-Pokémon? Na komm, machen wir es schnell. Laubklinge. Ah, toll. Mogul Heap ist meine Verzögerung. Selbequin ist zurückgeschreckt und kann nicht angreifen. Oh mein Gott, ihr killt es einfach. Rabaut ist down. D-O-W-N. So, das war's auch schon. Hier gibt einem Pokémon... Was? Hier gibt einem Pokémon, das dir sehr am Herzen liegt. Doch mal diese Beere. Citrobeere. Füllt die KP auf. Ich laufe nur einen Schritt in dieses Scheißgras hinein, es taucht ein Kinoso auf. Ich wusste gar nicht, dass es hier Kinosos gibt, okay? Ist ein formwandelnder Pokémon, verändert seine Form, wenn Sonntag aktiv ist. Das ist ja interessant. Aber egal, ich fliehe einfach. Und hier hätten wir einen Beleber. Ist da noch etwas? Ein Trainer oder so? Ja, hier ist noch einer. Und hier ist noch ein Item. Oder wieder ein Pokéfake. Energieball. Ist eine Pflanzenattacke. Sieh, wie meine Pokémon vergnügt durch die Wiese laufen. Die verregnet ist, aber naja. Ist ihre Sache. Pokémon-Züchterin Kaloeta. Kalotta. Entschuldigung für alle, die Kalotta heißen. Schuppet, ein Geist-Pokémon aus der dritten Generation. Ist die Entwicklung von Banette ist die Entwicklung, ne? Ja, stimmt. Schuppet wird zu Banette. Da können wir mit Chuck Norris nicht viel anfangen. Wir müssen wechseln zu Adventi. Geist gegen Geist, Feuer. Übernahme. Kopiert, lässt nur die Attacke, die als nächstes kommt, zuerst angreifen oder so. Kopiert halt die Attacke, die der Gegner einsetzt. Okay. Schuppet ist down. Was kommt jetzt? Schnäppke ist ein Pokémon aus der dritten Eis. Eis und Geist. Nee, nur Eis. Nur Eis. Wird zu Phyrnontor. Oder zu wie heißt es? Verdammt, das habe ich auf Level 70 in meiner Weißen, dieses Pokémon, die Entwicklung, die andere. Ach, egal, es kann sich zu zwei verschiedenen Pokémon entwickeln, einmal zu Phyrnontor und einmal zu einem Geist-Eis-Pokémon. Ja, das Weibliche ist, keine Ahnung. So, aber Schnäppke allein ist vom Typ hier Eis. Und jetzt ist es down, okay. Panfi. Kann ich nie den Namen richtig aussprechen. Panfi heißt, ne? Ich will zu Don fahren, ein Pokémon aus der zweiten Generation, vom Typ der Boden. Deswegen lasse ich Seraphine nennen. Panfi, ich sag Panfi. Früher habe ich immer Wampi gesagt. Wampi. W-A-A-M-P-H-I. Wampi. Risikotackle kannst. Oh mein Gott, so süß, aber doch so heftig drauf. Sieht aus wie ein kleines Elefanten-Pokémon. Aber die Entwicklung ist gar kein Elefant. Da fällt mir ein, es gibt gar kein Pokémon, das einen Elefanten ähnelt, oder? Ja doch, vielleicht Mammutl, aber Mammutl ähnelt ja einem Mammut. Stimmt, also mir fällt kein Pokémon ein, das einem Elefanten ähnelt.
Außer Panfi und Marmottel vielleicht, aber Panfi entwickelt sich ja zu keinem Elefanten. Eneko, eins aus der dritten, ist ein sehr süßes Katzen-Pokémon. Vom Typ normal. Eneko! Greift mit Verliebungsattacken an. Zumindest in der Saphir-Edition hat es mich sehr viel genervt mit diesen Verliebungsattacken wie Charme-Bolzen oder Anziehung. Und dann hat es meistens auch immer Gesang eingesetzt und dann angegriffen mit Duplex-Hieb. Tusker! Ja, haben wir vorhin schon Noctusker gesehen, das ist hier jetzt die Vorstufe. Ein Kaktus-Pokémon. Da lasse ich natürlich Adventira mit einer Feuerattacke, können wir hier ganz gut agieren. Hitzekoller, das Sprite gefällt mir von Tusker. Und tschüss. Ich glaube, das war ihr letztes. Der Part dauert schon mittlerweile eine Stunde, aber das ist ja egal. Dann ist es eben die Wiedergutmachung, weil ich die letzten paar Tage keinen Part hochgeladen habe oder so. Ach, ich habe jetzt keine Lust, das jetzt zu lesen. Und hier geht's wieder zum Anfang der Route. Ja, wir haben es auch gleich. Wir müssen nur noch diesen einen Trainer oder Trainerin, ja, das ist ein Trainer, hier machen und dann können wir schon nach Tessera. Ich habe gerade die Pokémon in dieser Gegend untersucht, aber du wächst ebenso mein Interesse. Oh ne, schon wieder ein Schulkind, oder? Deine Klassenkameradin, das habe ich hier unten schon gesehen. Die hat mir dasselbe voll gequatscht. Hornlio. Hätte schon längst ein Bibor sein können. Wer trainiert sein Hornlio auf Level 63 und entwickelt es nicht? Na komm, da brauchen wir nicht taktisch agieren, einfach Stärke und weg damit. Hornio ist sehr schwach. Müssen halt auf Gifton aufpassen. Das könnte unser Schacknoss vergiften, hat es aber nicht zum Glück. Okay, er hat einen Bibor. Bibor, das ist die Entwicklung. Na also, warum hast du nicht noch einen Bibor? Schäm dich. Hier Gigastoß. Nun gut, du wirst auch down. Was kommt jetzt? Wahrscheinlich Kokuna, oder? Ja, weil zu erwarten. Na komm, lass mal Chuck Norris noch draußen. Wir müssen jetzt nicht dauernd Pokémon wechseln. Wir müssen zwar eine Runde aussetzen, aber es interessiert mich wenig. Es kann ja eh nur Härtner. Ja, Nahkampf, komm. Machen wir's schnell. Oder ist nicht sehr effektiv gegen Käfer, oder? Ja, Tatsache. Kampf ist gegen Käfer nicht sehr effektiv. Wusste ich gar nicht. Ich konnte mir bedenken, dass es nicht sehr effektiv ist, aber ja, das ist der Beweis. Okay, ich muss jetzt stärker einsetzen, bevor es sich noch stärker verteidigt mit Härtner. Ja, Tom, komm, setz. Ich sag dauernd Tom, sag Tom statt komm, sage ich dauernd irgendwie. Oder hört sich wenigstens immer nach Tom an, wenn ich komm sage. Also wenn ich komm sage, hört sich immer an, als würde ich Tom sagen. So. Da fühlen sich wahrscheinlich alle, die Tom heißen unter euch, angesprochen. Hey! Ach, Tom! Hör doch auf, kommen zu sagen! Okay, ich glaube, die Route hätten wir erforscht. Betreten wir nun Tessera. Tessera. Wir sind jetzt in Tessera. Aber zuerst heilen wir unser Pokémon und dann erkunden wir die Stadt. Was wieder over 1000 Jahre dauern wird, aber was soll's? Dafür haben wir im nächsten Part weniger zu tun. Im nächsten Part möchte ich mich nach Ondula vorkämpfen. Und auch Ondula gleich erforschen. Hintergrund. Nee, Quatsch, im nächsten Part wollte ich ja nach dem legendären Pokémon in dieser Höhle suchen, genau. Also machen wir im nächsten Part die Höhle, die Route. Und vielleicht noch den Weg nach Tessera, nach Ondula. Aber erkunden wir erstmal die Stadt. Wir fangen beim Pokémon Center wie immer an. Das wird eine der letzten Stadterkundungen in diesem LP. Die letzte wird in Ondula sein. Kennst du die Garcidea?
In dieser Sinnoh-Region ist es seit langem Tradition, einem Strauß Garcidea zu überreichen und seine Dankbarkeit zu zeigen. Hat man in dieser Edition ein Shaimen, kann man hier zu der gehen und die gibt einem dieses Item, was die Form von Shaimen verändern wird. Nur so als Randnotiz. Und wir sind jetzt bei einer Stunde. Willkommen in Tessara, wo die Leute sich noch an die Regeln halten, und zwar bei Tag und Nacht. Wie an die folgende Regel: Wer tags genügend Sonne tankt, des Nachts drinnen durch die Gassen wankt. Die Musik ist auch nicht schlecht. In dieser Welt gibt es so viele verschiedene Meinungen und Ansichten, wie es Menschen gibt. Und hier ist eine Brücke. Okay, wir sind noch nicht alle Brücken von einer durchgegangen. Hier sind noch ein paar. Verdammt. Und hier ist ein leeres Häuschen. Na toll. Können wir hier pennen? Nein. In der dritten Generation konnte man sich bei sich zu Hause ins Bett reinflacken. Habe ich immer, wo ich nachts Pokémon Saphir und Rubin und so gezockt habe, habe ich mich immer, wenn ich zu müde war und so, und habe dann, und also, nochmal von vorne, mein Deutsch war gerade scheiße. Aber dazu ist es ein Dialog. Ich erzähle euch später das, was ich meine. Mein Pokémon hört einfach nicht auf mich. Es kommt und geht, wann es will. Okay, wo war ich? Ach ja. Wo ich früher noch Saphir und so gezockt habe. Saphir, Rubin, Smaragd. Habe ich immer bis zum geht nicht mehr gezockt. Also abends und nachts, wenn ich pennen sollte. Und dann, wo ich müde war, bin ich immer nach Wurzelheim geflogen und habe mich ins Bett geflaggt. Und dann habe ich gespeichert und bin pennen gegangen. In real. Das war mir ein schönes Späßchen. Diese Route führt zu einer Bucht, die als wahres Anglerparadies bekannt ist. Tag ein, Tag aus werfe ich dort voller Zuversicht meine Angel aus. Oh Gott. Irgendwie sind die Dialoge so umgeschrieben, dass man sie nicht verstehen kann auf Anhieb. Meine Mama sagt immer, wenn ich nicht brav bin und jeden Abend pünktlich nach Hause komme, holt mich das Monster aus dem Krater. Damit meinte wohl dieses legendäre Pokémon da. Willkommen, Tessera. Ja, dich haben wir schon voll gequatscht. Oder du hast uns schon voll gequatscht. Lass uns in Ruhe. Okay, überbrücken wir mal die Brücke. Rotwitz. Hi, meine Großmutter liebt es ungemein, endlos lange Geschichten zu erzählen. Und so werden aus ihren Märchenstunden, Märchenstunden, mitunter auch richtige Märchennächte. Erinnere mich an One Piece, wo dieser alte Sack da den Leuten so, den Ruffy und so, eine ins lange Geschichte erzählt und die dann sich dann irgendwie rausschleichen. Guru, Guru. Okay. Hier ist doch, ja. Hier ist noch eine Brücke in ein höheres Areal. Richtig, Reisender. Möchtest du nicht kurz einen alten Sack aus Tessara lauschen? Ich bin allerdings nicht mehr ganz die Allerjüngste. Und so könnten sich meine Märchen schon mal in die Länge ziehen. Hoffentlich hast du genügend Sitzfleisch. Hinter unserer Stadt befindet sich ein riesiger Krater. Dieser entstand offenbar, als vor Urzeiten ein Meteor vom Himmel fiel. Und genau dort einschlug. Es heißt, dass sein Inneres eine furchterregende Kreatur barg. Nacht für Nacht, so will es die Legende, wenn bitterkalter Wind durch die Gassen peitschte, suchte diese furchterregende Gestalt unsere Stadt heim, um Menschen wie Pokémon zu verschlingen. In ihrer Verzweiflung legten die Menschen mächtige Wälle an, um ihre Siedlung vor dem gierigen Scheusal zu schützen. Aus dieser Zeit stammt wohl auch das ungeschriebene Gesetz, wonach man das Haus nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr verlassen darf. Das ist nur eine Legende und heutzutage schenkt ihr niemand mehr Glauben. Aber komischerweise achten die Bewohner von Tessara auch heute noch drauf, vor Sonnenuntergang zu Hause zu sein. Es ist schon irgendwie merkwürdig, wie solche Überlieferungen aus uralten Zeiten auch heute noch unser Leben beeinflussen. Okay. So gut und deutlich habe ich noch nie gelesen. Und es fängt schon wieder zum Lecken an. Unglaublich, unglaublich. Aber wir haben die Stadt noch nicht erforscht. Und hier ist ein Pico-Chiller. Dam, 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 dam.
So, wir haben noch nicht alle Häuser an der Brücke, unter den Brücken erforscht, aber jetzt haben wir schon alle Brücken der einen Region erforscht oder überbrückt. Überbrückt wurde jetzt. Irgendwie sind alle Häuser leer, kann es sein, oder sind sie alle nur draußen? An der frischen Luft oder arbeiten? Oder begehe ich hier gerade Friedensbruch? Seitdem ich hierher versetzt worden bin, drehe ich den lieben langen Tag Däumchen. Denn nachts begeht man keinerlei Menschenseele und so sind Verbrechen hier nicht gerade an der an der Nachtordnung. Hier sind noch zwei Häuser, die zwei Häuser noch und dann beende ich den Part, dann sehen wir uns morgen wieder. Ein leeres Häuschen schon wieder, da bin ich ja förmlich aus dem Häuschen, unglaublich. Und hier ist noch ein Häuschen und wieder ein leeres Häuschen. Na toll, irgendwie sind alle aber arbeiten oder nicht da, was weiß ich, wurden gekidnappt. Egal. Mein Pokémon hört einfach nicht auf mich. Haben wir unsere Pokémon schon geheilt? Moment, muss schauen. Ich bin mir schon sicher, wir haben sie geheilt, ja. Okay. Tessara, die Stadt, die ein Knotenpunkt vieler Wege ist. Geht hier irgendwo noch lang? Hier den Wanderer haben wir noch nicht erforscht. Diese Route führt in einer Bucht, die als wahres Anglerparadies. Ja, dich hatten wir schon. Gut, dann gehen wir im nächsten Part in diese Route nach und suchen dieses Pokémon in dieser Höhle. Bis zum nächsten Part. Servus!